Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Ja, wir sind weiter hier, ja, mit der Weizenernte. Heute gehen wir auf jeden Fall einen Getreidetrockner. Ich dachte, beim letzten Mal kriegen wir das auch schon hin, aber hat irgendwie nicht ganz geklappt, ne? Der Laubbläser ist immer noch da. Ich weiß gar nicht, ob man die hört. Ich finde es halt mega laut, aber wahrscheinlich kriegt ihr es gar nicht mit. Wir haben 72% vom Auftrag schon abgeschlossen. Wir haben den Valtra schon fast voll mit dem Kipper. Und ich bin gespannt, was rauskommen wird. 73% haben wir. Es geht weiter voran. Hier vorne die Ecke müssen wir noch machen. Da steht auch noch ein bisschen was an den Seiten. Das sollten wir uns natürlich dann auch nochmal nach und nach das Ganze nochmal mitnehmen. Weil wir sind ja ein bisschen unsauber abgefahren hier, die Kurve. Deswegen müssen wir da auch nochmal ein bisschen nachbessern. Und wenden jetzt hier einmal. Na, guck mal, kriegen wir die Kante hier vorne schon wieder gar nicht mit, ne? Fahren wir gleich nochmal manuell den ganzen Spaß. Zack, Ränder. Sehr gut. Und dann wenden wir einmal hier. Dann können wir nämlich hier die Ecke noch mitnehmen. Und die kleine Kante da vorne. Und können dann da vorne wieder ansetzen, ne? Das ist, glaube ich, eine gute Taktik. So, schalten wir dann mal aus hier. Fahren einmal in die nächste Bahn rein. Und der ist schon wieder 50% voll, ne? Das geht echt fix. Sehr schön. Gut. Schauen wir mal hier. So, einmal Abfahrt, Tempomat rein, Schneidwerk senken und dann geht es auch schon wieder weiter, ne? Ja, ist schon jetzt doch länger, als ich dachte. Also ich dachte vielleicht eine Folge, vielleicht auch zwei, aber jetzt, dass wir noch eine dritte Folge jetzt hier unterwegs sind, ja, es wird einer sagen, wir hätten längere Folgen machen können. Ja, hätte ich, aber ja. So. Gucken wir mal hier. Sehr schön. Guck mal, der Tag schon wieder fast rum hier, ne? Juni, Juli. Ist der Raps dann auch irgendwann ready? Den müssen wir natürlich auch noch ernten. Ich mache mal vorne hier die Kanten hier schon mal einmal mit. Hier habe ich das nämlich. Ups, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da kommt ein bisschen viel Baum. Nicht, dass wir den Baum noch mit häckseln. Nehmen wir das ja auch nochmal mit. Wir wollen ja nicht wirklich was verschenken, ne? Dann nehmen wir jedes Korn hier einmal mit. Fahren jetzt einmal bis hoch und gehen dann hier in die Bahn rein, ne? Ich glaube, hier hatten wir, glaube ich, auch schon gerade abgefahren, oder? Oder habe ich das manuell hier noch gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Guck mal, da vorne liegt auch noch was. Ach komm, fahren wir mal fix die ganzen Reste einmal ein hier. Ich habe ja da außen auch was stehen lassen, da fahren wir da auch noch mal kurz hoch. Haben wir das nämlich schon mal weg, bevor ich es nachher wieder vergesse, ne? Ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja eher so ein großzügiger Typ und lasse halt immer viel für die Tiere stehen, ne? Macht man das überhaupt, wenn man jetzt so viel hat stehen lassen, dass man es trotzdem dann nochmal abfährt? Das würde mich auch mal interessieren, wenn ihr es wisst. Oder wenn ihr selbst aus der Landwirtschaft kommt und sagt, jo, das macht man, weil man möchte ja schon den maximalen Ertrag auch abernten. Oder kann es schon mal vorkommen, dass man sagt, ach komm, hier die zwei, drei Halme da, die lasse ich einfach stehen. Könnte ich mir, glaube ich, schwer vorstellen, weil ich glaube, jedes Korn ist ja quasi auch einen gewissen Wert. Oder hat einen gewissen Wert. So, da können wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen abbunkern beim Valtra. Und dann ist der nämlich auch voll, komplett voll. Da bin ich mal echt gespannt, wie viel da übrig bleiben wird. Also so, fangen wir das Rohr schon mal aus. Fahren wir rüber hier zum Valtra. Der müsste da vorne irgendwo stehen. Da steht er doch. Und dann
bunkern wir die Sachen noch einmal kurz ab hier. Sehr gut. Ich meine, da passt noch ein bisschen was rein. Vielleicht nur ein Prozent oder ein paar Liter, aber da war das schon komplett voll. Ich weiß es jetzt gar nicht. Gucken wir mal. Gehen wir was rein? Nee, der ist schon komplett voll gewesen. Okay, gut. Da geht da nichts mehr rein. Sei es drum. Beauty. 3-4 Bahnen haben wir noch. Die machen wir eben fix. Und dann geht es auch weiter, ne? Sehr schön, sehr schön. Gut. Haben wir noch weitere Aufträge dazu bekommen? Nee, haben wir nicht. Wir sind jetzt bei 76%. Der geht ja bis maximal 80, glaube ich, hoch. Und dann gucken wir mal, wie viel wir da dann auch wirklich am Ende haben und wie viel übrig bleibt. Sodass wir das Ganze in den Getreidetrockner packen können, ne? Das Feld ist echt unförmig, ne? Aber es ist nicht so klein, ne? Wie viele Hektar sind das? 3,82 Hektar, fast 4 Hektar sind das. Kostet überhaupt? Kostet? Boah, 335.000, ne? Ist schon von der Fläche her ganz ordentlich. Ich bin gespannt, ob wir das Feld jetzt noch abernten können komplett oder ob wir erst einmal abfahren müssen. Setzen hier nochmal an. Sehr schön. Gut, das heißt, wenn wir jetzt hier mal gucken, so anderthalb Breiten haben wir noch. Also zwei Fahrten oder zwei Bahnen haben wir noch. Ich denke, das wird nicht komplett ausreichen. Der Tank hier von dem Ideal. 12.500 Liter passen rein. Ich glaube, der größte ist mit 17.100, glaube ich. Der große Ideal. Da geht ein bisschen mehr in den Korntank. Guck mal, davon haben wir trotzdem was stehen lassen. Verrückt. Jetzt sind wir schon wieder bei 90%. Dann fahren wir die Sachen gleich hier einmal zur Kornmühle und gucken mal, ob wir da schon dann final den Auftrag abschließen können. Ne? So, wir gehen mal hier auf die Auftragse. 80%. Ich glaube, mehr wird jetzt auch nicht, weil wir noch nichts abgekippt haben. Das ist, glaube ich, so diese magische Grenze, die man da immer hat. Fahren wir schon mal das Rohr aus. Da können wir gleich ein bisschen schneller voran machen. So, und rein da. Sehr gut. ...98... ...99... ...100. Sehr schön. So. Gehen wir mal rüber hier. Und fahren immer ab, ne? Sehr gut. Ah, wo müssen wir hin? Wir müssen hier hinten raus, ne? Fahren wir am besten hier raus. Dann können wir nämlich direkt oben zur Kornmühle. 37.500 Liter haben wir jetzt hier drin. Das ist schon recht viel, ne? Wenn man mal überlegt. Für die Anzahl an Hektar. Oh, die Wiese sieht auch richtig, richtig gut aus. Da könnte man auch noch mal ein bisschen extra Geld machen, ne? Jetzt müssen wir zur Mühle. Warte mal, die Mühle war hier rechts raus und dann die nächste links, ne? Ich glaube, ja. Wir blinken mal hier. Beim Hofladen könnten wir eigentlich auch mal wieder was verkaufen. So, direkt rum hier. Und dann auf zur Mühle. Da muss ich den, ich glaube, nicht den Produktionstrigger holen, sondern den anderen Trigger, ne? Den Verkaufstrigger, glaube ich. Oder machen wir die Mühle damit voll? Das wäre natürlich auch köstlich, ne? Da hätten wir noch jede Menge Mehl.
Ich meine, das wäre der Verkaufsträger. Gucken wir gleich mal. Das ist hier hinten der Trigger, ne? Jo. In die Kornmühle. Direktverkauf, ne? Stand, glaube ich, auch dran, ne? Stand das da dran? Direktverkauf, genau. Das ist der hier. Gucken wir mal, ne? Wie hoch die Prozentzahl jetzt geht. ...82% abgeschlossen. Ich glaube, den müssen wir ganz reinballern. Wir warten mal eben kurz. So, 76% haben wir transportiert. Wir sind bei 96%. Gut. Das heißt, wir bunkern jetzt erstmal ab. Und schauen dann, wie viel da übrig bleibt. Also wird, denke ich mal, einiges übrig bleiben. Weniger als ich dachte. Aber echt, ich denke mal so 3.000, 4.000 Liter, wenn überhaupt, ne? Aber wenn wir schon 3.000 bis 4.000 Liter haben und dass wir das dann nochmal ein bisschen veredeln können in getrocknetes Getreide, wenn dann auch nochmal so viel übrig bleibt, dann haben wir ein bisschen Plus nochmal extra gemacht, ne? Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Kosten wieder raus für die Fahrzeuge jetzt hier aus dem Auftrag und noch ein bisschen was extra, ne? 95% haben wir abgeschlossen. Okay. Fahren wir hier mal rum. Fahren wir vorne mal wieder ran. Über die Feldzufahrt. Dann bunkern wir den hier einmal ab. Kippen dann gleich noch den Rest ab. Bin ich gespannt. So, sehr gut. Mal abkippen bitte. Da gehen nochmal 10.000 Liter rein, ne? So, 96%. Puh. Hm. Bisschen verteilen hier, ne? So, fertig ist er. Anschmeißen. Und dann noch einmal rauf, einmal runter und dann sind wir auch fertig. So, warte mal. Einmal hier rechts. Einmal links. Sehr schön. So, letzte Bahn. Dann schauen wir mal, wie viel übrig bleibt. Noch mal so, ja, vielleicht so 2.000 Liter zusammen. Das ist noch mal ein bisschen was. Das heißt, wir haben 14.000 Liter noch drin. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie viel da letztendlich übrig bleiben wird. Ich kann schon mal das Rohr wieder ausfahren. Da vorne die Ecke nehmen wir natürlich noch auch mit. Ich will ja kein Korn verschenken, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte. Sehr gut, dann haben wir alles reingefahren. Bisschen was. Das nehmen wir auch nochmal mit. Und dann gucken wir mal, ne? Sehr schön. Gut. Einmal nochmal hier ranfahren. An den Kipper. Mache ich mal ein bisschen langsamer hier.
So, geht das schon? Sind wir drüber? Jo. Einmal abtanken. So, und dann fahren wir mal ab. 14.698 Liter. Das ist jetzt nicht so viel mehr, ne? 4%. Ich weiß nicht, was jetzt einen Tick ausmacht. Gucken wir mal, ne? Wir müssen hier rum, ne? Oder da vorne müssen wir lang. Können wir nämlich hier direkt... Ah, nee, warte, das ist keine gute Idee. Nee, 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 nee. Wir fahren doch da hinten raus. Beziehungsweise könnten hier auch direkt rausfahren. Dann brauchen wir nämlich nicht am Hof nochmal extern vorbei, ne? Wir fahren direkt über die Hauptstraße. Direkt hier raus. Sogar so ein kleiner Feldzufahrt. Jo. Und dann geht es ab hier. Mann, der hat uns einfach geschnitten, ne? Schon frech manchmal die KI-Fahrzeuge hier. Muss ich ehrlich sagen. Also wenn das jetzt unter 1000 sind, die dabei rumkommen, oder unter 2000, dann werde ich, glaube ich, keinen Auftrag mehr machen. Klar, wir haben noch den Auftrag mit dem Geld, ne? Also wir kriegen auch Geld extra. Aber da lohnt sich das nicht, ne? Guck mal jetzt, wir haben jetzt fast 40, ja, fast so 45 Minuten gebraucht für den Auftrag. Und dann bleibt so wenig übrig, ne? Schauen wir mal. Judy, da müssen wir rein. Einmal außen rum hier. Und das ist halt nicht viel, ne? So, müssen wir so weiter ausholen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, ne? Ihr kennt das ja. Nie zu viel abkippen. Zu viel abkippen, denn ansonsten ja, verschenkt ihr was. Ne? Da muss man ein bisschen aufmerksam sein. So. Da hat ja kaum was übrig. 91. 94. Abgeschlossen. Boah, doch, 4.500 Liter. Das ist jetzt nicht so verkehrt, ne? Das heißt, wir können auf jeden Fall die 4.500 Liter dann auf jeden Fall noch reinpacken. Macht ein bisschen was aus. Wir bekommen jetzt hier dann hier noch die 7.000 Euro auch noch. Ballenpressen, Auftrag, was ist das? Silage? Mit dem Fahrzeug hier. Naja, habe ich, glaube ich, irgendwie keine Lust. So, ich würde sagen, ne, ich fahre das Ganze jetzt mal rüber ins Lager. Bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Getreidetrocknung schmeißen wir beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich, wünsche euch allen einen schönen Tag und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.